Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Big Workshop hier bei mir beim VO1976. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ab in unsere Werkstatt. Kurz Pause. Mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was wir hier alles haben. Und mir ist auch noch so aufgefallen, was wir noch machen können. Also die Werkbank hier, also die Schalt, weiß die Dinger nochmal, Schaltflächen-Dingsbums, können wir auch in einen Raum stellen, so, weil die müssen nicht in dem gleichen Raum stehen, man sieht es hier auch. Und deshalb können wir die auch noch Schalttafeln heißen die. Okay, können wir in einen anderen Raum stellen, würde ich sagen. Sag mal, hatte ich nicht? Nee. Nee, alles gut. Und mir wurde gesagt, dass ich Kühlschränke aufstellen soll, dann wird das wohl schneller gehen hier mit dem Auffüllen. Also mal gucken. Mal gucken. Okay. Ja, die sind ein paar reparieren. Wir stellen auch gerade noch. Was sehe ich? Ah ja, genau. Da sehe ich auch noch was. Hier hinten war ja noch ein Katapult. Da habe ich gesagt, ich kann das gar nicht verkaufen und verstopft uns halt die Zone, die Lagerzone. Hier ist es jetzt gerade, ist wieder aufgetaucht sozusagen. Vielleicht musste man nur neu laden. Das muss ich mir halt dann merken. Genau, okay. Also, wir können das verkaufen und die sind auch fertig. Können wir aber nicht liefern, weil. Öffnen. Ah, es ist keine Nachfrage. Okay. Genau. Müssen wir kurz warten, weil es ist noch nicht vorbei. Also, es sieht nicht so aus, als müssten wir hier irgendwas machen. Also, es kann sein, dass da noch was hochkommt. Also, es wird nicht angezeigt, dass es rausgeht oder so. Ja. Okay. Wir haben auch noch ein paar Aufgaben. Waren die nochmal? Ne, das waren die Händler, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir müssen es halt optimieren. Ja, wir brauchen halt. Ich würde das halt auch mal ein bisschen gucken, was wir da machen können. Haben wir dafür ein Problem? Ach, okay. Ich glaube, ich hatte die Reparatur schon eingeplant, ne? Ja. Hatte ich schon gemacht. Ich hatte es noch gesehen. Ja, gut, der wird wahrscheinlich jetzt. Oh, wir haben neue Sachen, die wir ausliefern können. Sehr gut. Ja. Und ich würde das nochmal machen. Los geht's. Also, die hier erstmal verschieben, die Schalttafel. Die Schalttafel auch. Dann haben wir hier vorne noch eine Schalttafel. Nee. Schalttafel. Sein, weil der gerade im Weg steht oder so? Ja, okay. Dann kriege ich den nicht direkt daneben. Gehen wir auch mal ganz kurz hier rüber. Weil die alle schön an der Wand stehen haben. Die sind auch noch, ja, die sind noch verbunden. Ja, der ist schon am Reparieren. Dann fackelt hier gleich alles ab. 4600. Ja, ich wollte hier in dem Bereich noch ein bisschen was ändern, gerade bei der Auslieferungszone beim Export, dass wir die größer machen können, damit halt auch große Teile, so wie halt wie eben hier die
Oder auch die Grammophone, die fertig sind, sind ja schon 5 Stück. Die würden dann auch hier vorne stehen. Mal gucken, wo wir den hinstellen können. Wir könnten die ein bisschen kleiner machen. Ja, machen wir die ein bisschen kleiner. Ah, schade, kriegen wir dann stimmt's. Warte mal. Friedenheit, Laune, 0. Ja, wir müssen noch irgendwas reinstellen dann. Haben wir noch mehr Werke? Doch, doch, hier. Auch noch umsetzen. Schalttafeln, Werkbänke, hab ich schon wieder gesagt. Werde hier auch mal rausnehmen. Die Zuweisung. Wenn wir das hier löschen, würde ich sagen. Dann können die da auch schneller laufen. Ist Laune 4. Level Laune 1. Minus 4. Warum ist hier minus 5? Ich habe noch gar nichts geändert. Okay. Ohne 15? Nähstation, das ist auch eine Nähstation, ne? Ne, das ist eine Klebestation. Ich dachte, das wäre eine Nähstation. Ich glaube, die Nähstation brauchen wir sowieso gerade nicht. Ja, leg das mal bitte weg. Oh, das sind zwei. Das ist ja nur eine. Ich würde es gerne hier hinstellen, damit da im Gang frei bleibt sozusagen. Vielleicht könnten wir da auch eine Tür noch reinmachen oder so. Wenn wir da noch weiter rausbauen. Hallo Bori, schön, dass du da bist. Bringt das jemand weg? Nicht? Na, anscheinend nicht. Okay. Ich will das trotzdem umbauen hier. Pass auf, wir stellen es einfach mal rüber. Es wird gerade nicht gebraucht. Und wir brauchen eine Deko. Plus 5. Offenbar, ach ja, bestellen. 20, 9000 haben wir noch. Uns mal hier im Bauraum. Noch dazu. 500. LKW. Oh, die sind auch fertig. Sehr gut. Oh, neues Level. Sehr gut. Ah, ist da. Laune 1. Sehr gut. Hier aus. Laune 10. Da haben wir ja auch was rausgenommen. Laune 4. Schön. Genau, und jetzt würde ich das hier noch mal ein bisschen vergrößern. So. Dann kann
kann ich nämlich auch hier größere Teile abgeladen werden für den Export. Ganz kurz gucken, ob wir hier. Ne, haben wir noch keine neuen Sachen. Schade, schade, schade. Ja, okay. Ja, wir bräuchten halt verschiedenste Dinge, wo man sagt, okay, das können wir uns halt da hinstellen, damit wir, wie soll man sagen, das war halt Holzbearbeitung und hier mit dem Plastikverarbeitung und so weiter das, und eine Stahlverarbeitung, dass das halt zusammenpasst. Ah, guck mal hier, sind auch fertig, sehr schön. 16. Wir haben 10. Wir könnten noch 6 herstellen. Stück. Machen wir. Los. Ja. Maschinen wären natürlich auch toll, aber wie gesagt, die sind auch relativ teuer. Gerade für die Holzverarbeitung wäre das schon nicht schlecht. 2800. Was ist der denn? Aber der macht auch minus 27. Der Raum ist zu klein dafür, das noch da reinzustellen. Wir bräuchten einen neuen Raum. Vielleicht hier. Um die Fräse da reinzustellen. Wir haben 9000. Wir kriegen gleich nochmal Geld. Wir haben auch die Forschung noch. Was haben wir denn hier? Ladebucht. Wir könnten noch eine Ladebucht machen. Das würde. Weiß ich nicht, ob das jetzt am Anfang schon Sinn macht. Aber wir könnten halt mehrere LKWs dann hier zum B und N. Oh. Wir haben Rattenbefall. Da los. Und was ist das da? Okay. Müssen wir gleich weiter philosophieren. Silophosieren, genau. Mal ganz kurz nochmal reingucken. Nee, da. So. Ja. Ich. Jetzt gerade hatte ich noch gesagt, ja, die Ladebuch brauchen wir nicht, aber. Der bringt gerade was. Ich hab doch die LKWs auf dem Weg. Homophone sind noch gar nicht weg. Muss mal jemand aufstellen. Oh, okay. Erwischt. Können wir die hier hinten? Und die da raus? Nee, leider nicht. Versetzen. Ein bisschen schneller. Also ich würde schon gerne die Fräsmaschine haben wollen. Okay. Selbstständig, dann wird die eingepackt. Ah, die Grammophone gehen jetzt raus. Sehr schön.
Ja, lass uns noch mal ganz kurz hier Forschung und Entwicklung. Ich glaube, ich nehme die Ladebucht. Ja. Ja, komm. Noch 2 Punkte über. Direktvermarktung. Kontaktiere deine gegenwärtigen Kunden direkt und baue bessere Beziehungen auf. Ah, wie das? Mal hier. Experte, okay, lerne, wie man Angebote macht und höhere Bezahlung für alle Kundenaufträge zu erhalten. Erhöhe Bezahlung für Kundenaufträge um 25%. Das ist. Allerdings, ja, wir haben ja ein paar Kundenaufträge. Das Fahrrad hätten wir noch. Frage. Das würde ich nicht machen. Da würde ich tatsächlich, wenn er das Angebot nochmal macht, dann mit Maschinen arbeiten. Irgendwo. Das war auch in Ordnung. Wir könnten es einfach bestellen, ne? Wir haben eigentlich die Möglichkeit, aber ich habe zu viele andere Aufträge, weil halt auch Plastiksachen dabei sind. Ich glaube, wir haben das schon. Wir haben die Fahrräder schon mal gemacht, aber wir haben die nicht fertig bekommen, ne? In den 5 Tagen. Ja. Pass auf, ich. 40.000, die Grammophone waren super. Das heißt, wir können hier ausbauen. Machen wir mal. Ich will nichts ausbauen, ich will hier. Genau. Das 5,9 bestellen ich nicht, weil Raum geschlossen muss eine Tür. Ja, das weiß ich. Ach so, ich muss die Tür vorher einbauen. Na gut, dann. Da nicht hin wegen dem Mülleimer wahrscheinlich, ne? Zu nah beieinander. Gehen wir ganz kurz darüber. Okay, das liegt wohl nicht daran. Die Tür nochmal weg da. Ich wollte die Tür schon hier draußen irgendwie haben, aber. Nochmal. Ja, stimmt. Oh, dann dürft ihr das jetzt bauen. Hätten wir hier noch eine Anliefer zu. Also dann können sie auch hier durch. Jetzt gehen wir noch mal hier rein. Oh, ich habe die Ladebucht hier schon gekauft. Oh nein. Wollte ich die rufen? Bringt eh nichts hier draußen. Sieht nur gut aus. Aber mehr auch nicht.
Na, guck mal, die Wände stehen schon. Sehr gut. Den Baum mal wegpacken jetzt hier. Ja, da. Mit neuem Grundstück hast du mehr Platz und deinen Betrieb zu erweitern. Ja, ich weiß. Also ein Grundstück kostet halt 10.000. 10.000. So, Ladeport hier. Ach, das sind Blümchen. Oh nee, die armen Blümchen. Für den Fortschritt weiß. Die sind nicht so schnell, wie sie aussehen. Ich hab's sagen darf. Nee, weiter. Oh, Maschinen. Die Fräse. Überlegen, ob wir zwei nehmen sollen. Blödsinn. Aber wir könnten die schon mal mit einer Schalltafel verbinden. Hätten wir das auch schon mal? Oh. Sind 35 Einheiten, die wir da noch machen können. Das heißt, wir machen noch mal 10. Bestellen. Ah, guck mal, jetzt können wir auch hier auf einmal kaufen mehr Ladebuchen um. Ja, dann habe ich gerade gemacht. Und noch eine können wir, glaube ich, nicht. Ne? Nee. Die müssen wir erst wieder. Die dritte müssen wir auch frei. Nee, die Deko hier. Nee, im Außenbereich bringt das gar nichts. Also da gibt es unten keine Anzahl oder so. Plus 40 für. Okay, nice. Oh, guck mal, die passt genau hier hinten rein. Als hätte ich es gewollt. Oh, nochmal. Gekauft. Ist ein bisschen teuer, aber ist okay. Mal ganz kurz gucken auf dem Markt, ob da. Ja, guck mal hier. Die Puppe ist raus. Wir können noch 21 bauen. Dann machen wir das. Und damit ist das Produkt dann raus. Ja gut. Machen wir den Gang hier ein bisschen frei. Wo haben wir denn den Haken? Gut, die müssen wir in 2 Tagen fertig machen. Oh, das ist ein bisschen ambitioniert. Ja, müssen wir abbrechen. Hier nicht. Na gut. Und eigentlich die Arbeiter noch hier. Ah, guck mal. Das ist jetzt da. Wenn wir jetzt mit ihm hier hinten verbinden. Sehr gut. Der zweite haben wir ja nicht. Dann können wir hier mal kurz eingehen. Nee, nicht in die Angebote, sondern in den Produktplan. Ach hier. Also. Und jetzt können wir mal gucken. Hatten wir da einen Fräsvorgang?
Jetzt habe ich extra die Fresse gekauft und dabei habe ich gar keinen Fressvorgang. Ja, jetzt wieder. Bei wem hat man denn einen Fressvorgang? Bestimmt bei dem Angebot, was die hier mir unterbreitet hatten. Hier. Für den Sitz oder so, aber eine Holzplatte rein muss? Nee. Gut, das Angebot würde halt noch stehen. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben es und fertig. Aber wir könnten trotzdem mal nach einem neuen Produkt schauen. Mittel, irgendwas mit Holz. Eingabezone für Arbeitsplatz nutzen. Ah, ja. Das blöd. Plan. Wir waren da schon mal. Okay. 10 und 34, da können wir auch noch ein bisschen was anderes machen. Elf und 23. Mit dem Brett aus, können wir das noch tauschen? Okay, müssen wir dann so lassen. 10 und 22. Wo ist denn für die Arbeitsplätze die Schalttafel? Ach, die steht hier noch. Aha. Okay. Wir haben 11.000. Das muss alles hier dran gemacht. Ja. Montage haben wir 4 Plätze. Das ist okay. Wie viele waren dann noch? Fünf. Wie lange die brauchen? Ich weiß auch nicht, warum. Obwohl es 50% schon fertig ist. Ne? Wollte eigentlich auch gehen. Dann sollten die Arbeiten, glaube ich, bis vorne schon abgeschlossen sein. Ne? Dann geht das halt in die
Produktion. Lass mal gucken bei den Maschinen. Nein. Nö. War das? Okay. Ich gucke gerade auf das Zeichen, was da ist. Ah, das wäre die Maschine. Für welche Schnitte sozusagen. Oder wellige Schnitte. Die macht beides, die Bandsäge. 100%. Okay. Und wir müssen eigentlich die zwei hier nehmen. Das sind 3,3 und 3,5. Und die kostet 5. Ah, die macht nur 50% von dem, ne? Und teurer, ne? Wenn wir beides 100% haben wollen. Und teuer, ne? Hm. Mal ein bisschen Platz lassen, dann können wir da noch die Blumenkästen hinstellen. Die sind auch ein bisschen teuer, aber gut. Da hätten wir den hier. Und. Oh, die ist ein bisschen kleiner. Also schmaler. Und jetzt noch Deko. Das sind 40, ne? Ein plus 3 Laune. Oh, okay, was ist das? Kein Bock mehr, oder was? Elbow-Probleme. Ist der Weg zu weit, oder was? 7500 kostet uns das Ganze. Machen wir. Alttafeln 1. Ach ja, stimmt. Ich kann ja mit, glaube ich, ne? Oder Shift? Shift, okay. Machen wir nochmal 400. Oh. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das liegt jetzt im Weg, deshalb ein bisschen langsamer auf Ocean. Wir können so schnell laufen, dazwischen zumindest. Man sieht so ein bisschen, dass sie halt dann da auch schneller werden. Grammophone sind bei 62%. Fertig. Ausliefern. Wird noch mal 10. Und los. Da können wir ja 70 noch machen. Das ist okay. Okay, dann lass uns noch mal rein. Ah, in den Bauplan von ihm. Ach so, ich habe die noch nicht. Mal raus. Der hat noch nichts.
Ich wollte den umplatzieren. Hier. Man muss aber dran denken, dass da noch ein Freier ist. Okay. Gut, also nochmal. Können wir nichts anderes machen? Eingestellt. Ja, da steht's auch. Okay, und das hier bleibt, wie es ist. Okay. Viele sollen wir davon herstellen? Nee, wir sollen ja gar nicht herstellen. Wir machen das aus eigenem Antrieb sozusagen. Okay, machen wir mal. Ist die Laune dürfte hier aber auch besser geworden sein. Laune 4. Oh. Temperatur. Bräuchte vielleicht hier auch noch ein Lager. Machen wir mal ein großes. Ja. Bestellen. Und dann das Lager da drüber. Wo war das denn nochmal? Hier. Ein bisschen größer machen. Dann könnte man daneben noch was legen, falls es nicht passt. Ja. Und gekauft haben wir schon. Die Frage, ob wir noch ein paar Mitarbeiter brauchen. Oh. Eine Reparatur einplanen. Da ist nicht gut anscheinend. Oder wird schon repariert hier. Okay. Bin gerade gar nicht gebraucht. Oh. Eigentlich anlassen, das ist immer ganz okay. Bei Grammophon haben wir auch schon wieder fertig, das heißt, das geht auch voran. Ah, das Lager ist fertig, sehr gut. Wird die Frage, ob wir es halt einstellen sollen auf die Maschinen, die halt hier hinten stehen. Oh, okay. Geht nicht? Ja, was haben wir denn hier frei? Das hier ging. Okay. Aber vielleicht, weil die alle eingestellt sind. Ja, die hier hinten sind nicht eingestellt auf Schalttafeln. Also hier. Hier noch irgendwas, was da hinten drin steht. Wir haben ja nur die drei Sachen, sind eingestellt. Okay.
Okay, schmeiß weg. Wieder geschafft. Da läuft jetzt auch voll. Sehr gut. Und dann auch Mitarbeiter, die hier arbeiten? Fragezeichen. Warte hier. Aber die noch gar nicht freigeschaltet. Hier. Warte, 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 warte. Dann mal ein bisschen langsamer. Forschung, Entwicklung. Holzproduktion. Haben wir auch, dass die halt an Maschinen arbeiten können oder so? Warte mal hier hinten. Montagespezialist schaltet die Fähigkeit frei, deine Erfahrung Bediener zu Fertigungsspezialisten hochzustufen. Spezialisten arbeiten in einem bestimmten Bereich viel effizienter, sind aber teurer und benötigen ein höheres Komfortlevel als gewöhnliche Bediener. Ah, okay, das war das. Er ist halt wahrscheinlich auch, dass das nicht so wirklich reicht hier hinten, ne? Im Komfort. Müssen wir auch mal gucken, dass wir, wenn wir wieder richtig Geld haben, dass es mal hinten das dazu kaufen, das Land. Das hintere, damit wir hier den Aufenthaltsraum neu machen können oder halt vergrößern. Damit wir da einen besseren Komfortlevel bekommen. Wir haben noch die zwei Punkte. Ich glaube, ich würde die mitnehmen. Was ist das hier? Anti-Rutschstiefel. Oh ja, die fallen immer wieder hin, ne? Oder rutschen aus und solche Sachen. Wie viele Punkte haben wir denn schon? Geht so. Und als nächstes auch zwei Level kommen. Weißt du was? Wir nehmen das hier zuerst. Weil, wenn sie hinfallen, lassen sie aber das Produkt fallen. Und das verlängert sich einfach, denn die Zeit, bis die fertig sind. Glaube, die machen da halt noch nichts, weil das zu weit unten ist. Oh, 5 und hier auch. Die schon eingestellt? Aber das ist dasselbe, ne? Hab die auch. Kurz gucken. Nee. Der Plan ist derselbe. Ah, okay. Ich hab nochmal 5 bestellt. Ja, gut, dann ist das halt so. Na gut. Machen wir mal ein bisschen schneller. Ach, damit wir halt hier die Grammophone, wenn die fertig sind, denke ich mal, dass wir genügend Geld haben, um dann hier noch ein bisschen zu expandieren. Können wir nochmal den Aufenthaltsraum erweitern? Ah, da guckt er schon wieder hingefallen. Muss mal einer dann hinlaufen und das dann aufheben. Sollte schon weniger sein als vorher. Und sehr tollpatschig. So, in den Kreislingen war noch. Ja, weil die halt hier noch gar nichts gemacht haben, ne? Sollte man eine Reparatur dazwischen schieben. Ah, guck mal, das nächste Grammophon ist fertig. Und die von uns. Mal noch. Ich würde noch mal 5 machen. Los geht's. Ja, die müssen erstmal weg, damit ich das Geld bekomme. Ich hoffe, dass die 5 richtig schön viel Geld gibt.
Mal trinken hier. Na gut, na gut. Und sie. Ah, hier war doch schon jemand. Du bist ins Lager reingefallen. Er ist auch müde schon. Da brauchen wir noch nichts machen. Also nochmal repariert oder so. Oh, da sind sie. Die von 15 könnten wir noch machen. Los. Wir haben leider nicht so viel Geld daraus bekommen aus den Grammophonen, wie ich gedacht hatte. Ah ja, aber jetzt haben wir 11.000, dann 1.800 sogar das gekauft. War dein Krams da weg? Also. Mit 726 kommen wir jetzt nicht mehr allzu weit, wie ich sage. Müssen wir erstmal fertig werden hier. 15% haben wir hier schon. 44% hier. Guck mal, da haben wir auch schon ein bisschen. Na gut, na gut. Frage noch einen Mitarbeiter oder. Wenig Geld, ne? Das ist die maximale Anzahl Arbeiter erreicht. Neun. Okay. Heißt, hier wahrscheinlich Forschung und Entwicklung. Müssen wir gucken, ob wir noch mehr Arbeiter einstellen können. Praktikumprogramm. Aber hier, da Angestellten Obergrenze. Erweitere deine maximale Arbeit auf 20. Ah, gut, gut. Was will er denn hier? Ah, okay. Wie ich sehe, ist deine Firma größer als mein Haustierprojekt Sanguin Logistik. Nun ja, vielleicht wird es Zeit, dass ich deinem kleinen Betrieb mit seinen albernen Produkten ein Ende setze. Eisig. Willst du das bitte sein lassen? Wir hatten hier einen Stuhl. Drei Tage, das kriegen wir nicht hin. Ich alles umstellen. Ja, könnten wir schon machen, dass das halt auf Platz 1 dann ist. Mal gucken, das ist gar nicht so viel. Ne? Wir müssen halt Holz nehmen. Oh, würde aber gehen. Würde gehen. Tage war das nur, ne?
Magnettisch haben wir sowieso nichts anderes. Dann wäre es egal. Hier hätten wir vier Tische, die man benutzen kann. 15 Stück. Aber wir können es nicht mal, weil ich nicht genügend Geld habe. 15 Einheiten in 3 Tagen. In Stunden. Ah, ich weiß. Es steht ja noch drin. Auch das Fahrrad steht drin. Fahrrad. So viel, was wir in 5 Tagen schaffen müssen, da müssen wir halt wirklich alle Produkte, die wir haben, müssen fertig sein, damit ich alle Mitarbeiter hier reinstecken kann. Wir hätten halt hier auch noch die Möglichkeit, noch eine Maschine zu kaufen. Dann könnten wir die Metallstange halt anders bearbeiten, anstatt hier zu gießen. Hätten wir mehrere Möglichkeiten. Das ist halt auch hier. Hier bei dem Plastik können wir viel anders machen, glaube ich. Genau, da gibt es keinen anderen Produktschritt. Hier haben wir halt, ne, hier ist die Aktionstyp, können wir da ändern. Da wäre halt dann das die Maschine eine andere. Wohl, nee, alles zum Gießen, okay. Nur andere. Das ist ein anderes Aussehen nur. Okay. Gut, ist nur ein anderes Aussehen, aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist okay. Ja, und hier wäre halt dann Schweißen, also ein Schweißertisch bräuchte man dafür. Bis 11. Wenn wir hier runter bei Nützlichkeit runtergehen, aber die Haltbarkeit wäre höher. So könnte man auf anderen, an anderen Stellen halt auch ein bisschen was ändern. Aber ja, gut. Wir können es eh nicht machen. Ah ja, okay. Wir sind auf. Oh, Platz 8. Deshalb hat der angerufen. Sehr gut. Ja, wir brauchen mehr Geld. Mal wirklich schnell machen. Ja, ich weiß, was. 5000 und schon sind wir bankrott. Wir haben auch gerade gar nichts fertig, so dass wir halt dagegen steuern könnten. Repariert werden. Was? Denn jetzt gemacht? Okay. Hat nämlich gerade so in einem Heft reingeguckt oder so, keine Ahnung. Vielleicht im Bauplan. Wie viel brauchen wir denn noch von den Brettchen? Oh, okay. 3000 minus. Wir haben nichts fertig. Tausend 3 3
Lass das. So viele Produkte oder so. Ja, die machen halt auch die Schubladen schon. Das ist ja auch in Ordnung. Wir haben noch nicht einen Schrank fertig. Wir brauchen einen Schrank, den wir dann verkaufen können. Damit wir halt hier ein bisschen wieder runterkommen. Hier 6. Oh Mann. Hätten wir vielleicht auch mal warten sollen mit dem Einkaufen hier von dem Grundstück. Aber hat ja nicht gedacht, dass das, ja, die Laden. Mal gucken, was wir da machen können. Letzten Spielstand her. Ja. Das haben wir schon alles gekauft. Das ist alles eingestellt, denke ich mal. Ja. Aufhole wären schon interessant. Aufgaben. Da ist immer noch das Fahrrad. 7000. Plus. Ich glaube, ich muss das Geld jetzt tatsächlich behalten. Erstmal. Und. Mach nochmal Gas. Ah, ich weiß, ich weiß. Ist schon interessant, hier halt auch weiterzukommen. Liefere mehr als 50 mittlere Produkte. Okay, das machen wir ja auch mit dem großen Kommode. Okay. Wir haben noch Plastikteile. Ich würde es mal laufen lassen. Mit. Den raus. Ja, läuft ab. Oh, Grammophon auch. Würde noch eine andere Version geben. Wäre dann zu kurzfristig. 705, also die hier noch. Die wäre schon in Ordnung. Okay. Höchstens noch die Maschine ändern. Ja, okay. Gemacht, ne? Ja. Okay. Mhm. Stück machen. Naja, mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Ich glaube auch, dass das hier ganz gut funktioniert, weil die Maschinen halt auch nicht mehr in Bearbeitung sind, weil die große Kommode, ich glaube, dass da die Brettchen und so weiter alle schon fertig sind. Ja, stimmt, das war ja was. Brauchen wir ein, ich würde halt nochmal so eine
Werkbank bauen. Ich meine, es sind 4 Stück, die wir haben. Dass das zusammengeknüppelt wird. Gibt es denn eine Maschine, wo wir das auch machen können? Also es sind ja die hier, die Montagestation. Gibt es da auch eine Maschine für? Die Maschine, das ist die Bandsäge. Drehbank, einfache Drehbank. Das Trennschleifmaschine, was für ein Ding? Trennschleifmaschine, doch. Okay. Hallo Anne-Rose, schön, dass du da bist. Plasmaschneider. Bogenmaschine, okay. Roboter-Teststation. Jetzt brauchen wir nicht. Formpresse, Metallbieger, Metallstrangpresse. Na gut. Oha. Gut. Wird repariert. Der Rest sieht okay aus. Ja. Gut. Oh, haben wir wieder Häuschen. Okay. Auf. Ups. Na, ah, doch, habe ich gehört. Das ging jetzt ein bisschen schneller als sonst. Aber die liefen auch alle hier durch den Hauptraum sozusagen. Dann ging das ein bisschen flotter. Also so eine Maschine haben wir nicht. Hatte ich hier eigentlich alles ausge... Ja, genau, da war noch Rutsch. Anti-Rutschstiefel. Auftrag. Zwei. Oder war das... Ach, der Auftrag ist weg. Oder vielleicht hat er auch angezeigt, dass das hier weg ist oder so. Was jetzt raus ist aus dem Sortiment. Okay, hier sind auch neue Sachen dazu gekommen. Küchenmixer. Ganz kurz gucken. Oh Gott. Nee, nee, nee. Dazu geliefert, dann haben wir das hier noch. Aha. Ja, und damit ist es schon wieder. Ja, hier hätten wir halt auch die Wahl. Was war hier nochmal? Ja, da können wir nichts anderes wählen. Okay. Hier gibt es auch nichts anderes. Und damit sind die Arbeitsschritte schon wieder viel zu viele. Im Stahlbereich. Hier zweimal im Plastik. Na gut, müssen wir eh noch einstellen hier, damit wir halt den Stil noch hinbekommen. Aber wir könnten noch mal hier an den Tisch ran. Tisch, genau. Weite Kommode. Weil wir ja auch noch mittlere Produkte brauchen. Oh, ja. Die Sandkassensachen sind fertig. Dann liefern wir die mal. Mal ganz kurz wegen dem Pferd gucken. Das könnten wir vielleicht auch umstellen.
Das wäre endlich, wo man dann sagen könnte, wir können an die Fräserin hier hinten. Nice. Dann noch anmalen. Da haben wir auch zwei Stationen. Was könnten wir machen? Gehen wir noch mal ganz kurz auf den Markt. Wie viel wollen die? Oh, okay, da können wir 10 Stück machen. Los geht's. Das ist gut. Eine Kommode ist fertig, sehr gut. Trinken, Leute. Trinken nicht vergessen bei dem Wetter. Außen sind 23 Grad, hier drin sind 24. Denn steigend und aber die Luftfeuchtigkeit draußen ist so hoch, dass ich hier nicht durchlüften kann. Hier drin sind Prozent auch nicht so gut. Würde noch eine Montagestation aufstellen. Oh, okay. Ja. Da will ich auch mal kurz, obwohl das nicht so schlimm ist. Die ganzen Montagestationen könnten wir eigentlich alle in einen Raum legen, ne? Das könnten wir eigentlich hier in den rein machen. Weil dann wäre auch gleich hier der Ausgang. Ja. Weißt du was? Den werden wir jetzt mal demontieren. Das wird gelöscht. Okay, das Regal kommt jetzt weg. Genau. Sieht's hier aus mit den müssten irgendwo anders hin. Bewegen. Bewegen. Hier das Lager auch mal weg. Ja. Und demontieren. Nicht verkaufen. Die zwei müssten woanders hin. Sowieso gerade nicht gebraucht, ne? Nee. Da könnte man tatsächlich noch mal Spielzeug nachschauen. Da hätte man ein bisschen Kapazität, ne? Und wir müssen das Lager noch mal ein ganz kleines Stück kleiner machen. Ja. Hallo? Da ist der Haken. Gut. Okay, wie sieht's hier aus? Den verschieben wir jetzt noch hier. Das ist eine Montagestation, das hier, ne? Ach, hier auch noch. Die auch wegstellen, wenn die den hier weggestellt haben. Okay. Und dann können wir den auch hier rüber stellen. Dann stehen die auch zusammen. Ja. Könnten die auch gegenüberstellen, ne? Oder?
glaube nicht, ne? Nee, können wir nicht gegenüberstellen. Nee, das sind nur zwei. Wir brauchen aber vier Plätze. 10, 8 haben wir noch. Gerade überlegen, ob ich hier kurz ausbaue. Ein Stück. Okay, er freut sich. 117. Nice. Ah, der ist weg. Dann können wir den hier rüber. So. Ein bisschen schneller machen hier. Ja. Wo den denn noch hinstellen? Den einfach mal ein bisschen darüber. Ja, eins weiter darüber nur. Oder so? Nee, so. Dann haben sie in der Mitte noch Platz. Der wird gerade weggeräumt, das heißt, der ist noch über. Und hier hätte ich tatsächlich gerne in der Mitte ein bisschen Platz gehabt, damit die dann halt da durchlaufen können, weil so müssen die mit dem Endprodukt halt außen rum da rein. Aber ich glaube, das ist in Ordnung. Bin fertig. Sehr gut. Liefern. Bisschen langsamer. Noch mal kurz auf die Kommoden. Ah ne, hier wollte ich eigentlich ganz kurz gucken. Ich glaube, das hat man auch schon eingestellt, ne? Nee, haben wir noch nicht eingestellt. Das ist halt auch ein Riesenaufwand. Sehr gut. Genau, wir haben noch ein Plastik. Wir könnten noch was aus Plastik machen. Ah, nein, das nicht. Das war die Küchenmaschine. Die Fahrräder. Hopp. Ich glaube auch da ist. Ah ja, Metall. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall das Schweißgerät für. Ah, die Schweißstation. Mal ganz kurz gucken. Wo war die? Oder war die auch hier? Ja, hier, Schweißstation. 4000. Ah, okay. Die Investition, würde ich mal sagen, das lohnt sich nicht unbedingt, ne? Für das, was wir hier rausbekommen. Kostet da einer, wenn ich den verkaufe? 188. Okay. Minimum 5 oder 6 verkaufen, damit ich den Preis wieder drin habe. Für die Maschine, die wir dafür anschaffen müssen. Ja. Nee. Okay. Mal alles aus Holz machen. Mehr oder weniger.
Ah, da bräuchte man eigentlich noch eine zweite Maschine, ne? Hier mit den, dass man die Metallstange dann halt da in dieser, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ja. Guck mal hier, das ist das Brettchen, das vorne dran ist. Oh, das. Ach nee, das ist der Sitz. Okay. Das ist der Sitz. Sowieso nur das. Da können wir noch auswählen. Okay. Ja, da ist es eigentlich egal, ne? Da können wir höchstens noch aussuchen, was wir noch so brauchen, aber. Ja. Ah ja, hier noch. Und würde gehen. Würde gehen. Könnten den Bob herstellen. Oh, hier müssen. Nehmen, ne? 20, 30, ja, ist okay. Aber wir bräuchten halt immer noch die Schweißstation. Die gibt's nicht. Haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. Okay. Das ist dann die Endmontage. Ja, mehr oder weniger Endmontage. Also ein Zwischenschritt ist es. Ja. Ach, die Nähstation hat noch keinen. Noch eine Nähstation, was ist das andere denn? Ach, die Klebestation, okay. Sehen beide etwas gleich aus. Ja, gut, wenn man näher rangeht, dann sieht man das hier hinten halt, das doch ein bisschen anders aussieht. So, jetzt lege ich mich ins Bett und höre nur zu. Mach das an, Rose. Bei dem Wetter ist das, glaube ich, ganz okay. Also, viel Spaß. Ja, mal gucken. Produktplan. Ah ja, genau, das müssen wir immer noch kaufen. Das ist jetzt noch auch. Dann hier, sehr gut. Und dann die Endmontage dann hier wieder. Heißt, der Raum wäre schon was für was Größeres. Und wir brauchen halt noch die Schweißstation. Oh, minus 16 Laune. Na gut. Ah, da müssen wir vielleicht noch was tun. Ah, da stehen sehr viele Sachen drin. Da könnte man aber tatsächlich hier plus 40. Der Wasserspender kostet 450, der kostet 600. Ja. Oh. Dann hat sich's wieder normalisiert. Ist gut, okay. So, ja, bestellen noch. Hat er Probleme? Ach, das wird noch nicht fertig gemacht. Okay, der ist gerade dabei. Zehntausend. Ja, gut. Ach so. Die Maschine. Die Schweißstation. Ah, ist schon
Ja gut, wir können hier nicht noch mehr reinstellen. Können wir schon, aber... Weiß ich jetzt nicht. Hier wäre halt auch noch ein bisschen. Hier müssten wir halt noch mal noch ein bisschen was rein investieren. Die passt eigentlich hier hinten ganz gut rein, ne? Weißt du was? Ist gekauft. Mit... Blümchen und dann 4800. Hatten wir noch einen freien Schaltplan? Nein, hat noch nicht. Oft. Können wir den schon benutzen? Ja, können wir. Mit ihm hier hinten. Dann können wir noch mal auf dem Markt Produkt planen. Die Schweißstation mit dran. Und dann können wir hier. Hallo Tien, schön, dass du da bist. Wow, hallo. Guten Tag, guten Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich glaube, wir können bestellen, ne? Ja, genau. Der Arbeitsplan ist fertig. Und dann können wir bestellen. Ich guck mal ganz kurz, wie viel die hier haben wollen. 36. Bestell mal so 6 Stück. Ja. Und los. Und 150 kostet uns das. Geht los. Warum bin ich in der Bau? Okay, machen wir ein bisschen schneller wieder. Hier noch mal ein bisschen größer, damit wir da die Endproduktion oder Zwischenproduktion halt machen könnten. Das braucht sehr viel Platz, ne? Braucht wieder mal Kaffee. In 5. Na, guck mal, hier sind aber auch schon 5 fertig. Kann ich schon verkaufen. Ach, nächste Pferd. Ja gut. Ach, die sind hier in der Endproduktion gerade. In 24, 14, 8. Sehr gut. Lass uns noch mal gucken wegen den Marktaufgaben. Da ist noch da. 5 Tage. Und ich habe schon wieder so viele Aufträge angenommen. Ich sollte es mal machen. Wir könnten auch als ganz nach oben machen. Geh nochmal in den Plan rein. Können wir da nochmal die Station ändern oder so? Nee, okay. Warte, warte, warte. Da ist gerade. Nee, der repariert die gerade, ne? Nö, der repariert die vielleicht gerade nicht. Ja, jetzt. Okay. Die sieht aus, als würde sie schon ein bisschen leiden. Die hier auch. Wie sieht es bei den anderen Maschinen aus? Schade, dass man nicht so einen Handwerker einstellen kann, der halt die ganze Zeit rund geht und die halt ganz macht. Ich würde gerne den Raum halt vergrößern. Na gut, na gut. Die 8 Stück, 2 noch. 9, einer noch. War gut. Da hinten ist es. Okay. Gut, da gerade. Ah, auch wieder so lange Wege. Und.
Nee, werden jetzt die nicht machen und würde jetzt hier tatsächlich auf dem Markt. Nee, 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 nee. Warte, warte, warte. Hier, da, Aufgaben hier annehmen. Ja. Und das ganz nach oben, das muss jetzt zuerst gemacht werden. Problem. Wetter hier, Sonne, Wolkenmix, 26 Grad. Boah. Okay. Hier ist nur Wolken und hat eben wieder geregnet. Es ist so schwül, das ist so unangenehm. Ich kann nicht mal das Fenster aufmachen. Das hatte ich gerade eben schon mal gesagt. Ich habe hier drin 24, draußen sind glaube ich 23 Grad, aber 70 oder 75% Luftfeuchtigkeit. Und hier drin sind auch schon 64% Luftfeuchtigkeit, also ist sehr unangenehm. Ja. Warum geht das hier nicht? Nein, dass die noch nicht sind, also die Produkte, dass das noch nicht anfängt. Abschluss. 13, na, wie sind abgefallen. Okay. Bleib heute lieber drin. Ja, ich musste heute, ich war schon einkaufen, deshalb hättest du gleich wieder duschen gehen können. Oh, die Schränke sind fertig, sehr gut. Weiß, ah, die fallen noch raus. Schade. Oh, ein neues Angebot wahrscheinlich. Wie ich sehe, ist deine Firma größer als mein Haus. Die Projekt. Okay, das hatte ich eben schon mal, bevor das Spiel dann abgestürzt ist. Also, was heißt abgestürzt ist? Ich bin gleich pleite gegangen, mal wieder. Ah, okay. Da sind einige Produkte, die rausfallen. Auch der schöne Schrank. Könnten höchstens noch mal gucken, es sind halt noch 15 Stück. 15. 2 Tage, nein. Unser Geld eigentlich wieder. Ich hoffe. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Man darf auch mal pleite gehen. Ja, das schon, man kann ja dann laden. Dann ist es okay. Was mit den Produkten von ihm hier? Machen die die? Ich hoffe. Minion Masters Power Up gratis bei Steam. DJ, fürs war das nicht schon mal drin? Achso, oh, okay, die, okay, wir, okay, das hatten die schon geliefert, das ganze Zeug für die. Ah. Arbeiter sind aufgestiegen. Ein teures Unterfangen, weil alle 2 Tagen hätte ich das nicht geschafft, die komplette Produktion. So wie das hier ankommt, schmeißt sie es auch gleich weg. Ja, genau. Ja, dann tut es nicht so weh. Ach, das ist ein DLC, das Hauptspiel kostet auch, aber euch aber auch nichts. Ah, okay. Ich glaube, die hatten schon mal ein bisschen was dafür rausgeschmissen, ne? Mitarbeiter wieder aufgestiegen, sehr gut. Wie gesagt, wir könnten sie halt auch priorisieren. Ich habe gar keinen. Ah, ich hatte kein Geld dafür. Okay. Machen wir die zweimal. Das ist okay.
Ich hatte noch gar kein Geld. Ja, ich erinnere mich. Wir hatten kein Geld, um die freizuschalten, sozusagen. Ah, Grammophone sind fällig. Liefern. Ah, jetzt bin ich gerade überlegen. Sollen wir davon nochmal 5 Stück machen? Warum? Ich habe das Gefühl, dass das hier nicht funktioniert. Fehlt da irgendwas? Nee. Nee. Wir haben das ja schon gekauft. Das ist schon. Oh nein, ich habe vergessen auf Fluss. Ich habe 2 Tage verloren. Okay, keine neuen Produkte. Alle jetzt an dem Produkt arbeiten. Ihr sollt arbeiten gehen. Ah, hier haben wir wieder mal ein DLC, gratis. Vorhin gefühlt 26.542 DLCs, welches es für dieses Spiel gibt. Ja, weil die Leute halt damit getriggert werden sollen. Und jetzt spiel das doch jetzt endlich mal. 36%, 30, 39, 40. Läuft, läuft, läuft. Wir haben. Ah, guck mal, wir haben die 50 Einheiten. Mittlere Produkte. Sehr gut. Erarbeite dir bei einem Kunden mindestens einen Ruf von auf Rang 3. Das wäre mit dem hier schon super gegangen, ne? Aber 2 Tage, 58%, sehr gut. Da reicht ein Eigenkapital von mindestens 150.000. Ist gar nicht mehr so viel. Also noch mal ein bisschen was ausbauen, noch irgendwie eine Bank hinstellen oder so. Das würde schon gehen. Wie gesagt, ich brauche alle Mitarbeiter jetzt für die Fahrradproduktion liegt bei 70,9%. 2 Tage, 7 Stunden, also 6 Stunden. Na gut, na gut. Auch wieder zu. 80%, sehr gut. 2 Tage genau. So. Okay. Dann noch schnell reparieren. Oh, erste zwei Fahrräder sind schon fertig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein Tag 17 Sekunden. 91,2%. Oh, die drei müssen repariert werden. Ich ziehe durch und gucken. Nö, geht alles noch richtig aus. Das zwischendurch noch machen. Ah. Aber dass die Endmontage machen die gerade. Ein Tag noch. 7 Stück, jawohl. Und ganz kurz Pausen. Okay. Meine Güte, das war aber jetzt auch nicht so schlecht. Bei den Aufträgen, wie gesagt, das hatte ich schon mal gesagt. Da müssen wir gucken. Hey, nein. Was auch immer das sein soll. Obere mit diesem winzigen Flugzeug. Ah, okay. Ein Flugzeug, das kann man gar nicht mehr erkennen, durch das, dass da ein Symbol drüber ist. Okay. Gut, Aufgaben. Haben wir fertig gemacht? Guck mal ganz kurz in die Basic rein. Wie gesagt, wir hätten nochmal das Pferd, könnte man wieder mit reinnehmen. Ein Stück. Dürfte ja alles noch drin sein, ne? Das ist die Maschine und hier ist die Maschine drin. Ich glaube, wir brauchen noch ein. Ach ne, wir haben auch 2 davon. Genau. Wo sie angemalt werden können. Wir nehmen nochmal die 10.
48, das ist nix. Dann noch mal ein Produkt, wo wir Plastik brauchen. O42, 782, dann kauft man das. Ja, das dürfte auch relativ zügig gehen. Sind auch auf zwei Maschinen, naja. Guck lieber nochmal. Ja. Und davon. Oh, warte mal, da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ich hebe mal dann noch. Ach, 36. Machen wir auch von auch 10. Das ist schon ein bisschen teurer. 600. Wir können weiterlaufen lassen. Ach ja, der holt das jetzt gerade auch ab hier, ne? Genau da. Leider ab. Sehr gut. Genau, da haben wir die Holzverarbeitung. Die Plastikverarbeitung. Wir bräuchten noch irgendwas aus Metall oder so. Was wir basteln könnten, da wäre die Hake doch eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ah ja, gut. Wir könnten es noch aus Holz machen, aber wir hätten hier jetzt beides aus Metall. Oh, der hat nur einen ausgewählt. Ne, 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 der muss nur auf vier machen hier hinten. Der ist auch noch nicht eingestellt, okay. Wird vielleicht auch mal gucken, dass wir die zusammen in einen Raum stellen. Könnte man eigentlich machen. Dann hätten wir da. Wir haben ja sowieso da die Werkbänke rausgestellt. 15. Wie viel können wir denn überhaupt machen? 31. Immer runter auf 10. Los geht's. Wie gesagt, ich würde noch gerne zwei Mitarbeiter einstellen. Genau. Wir nehmen die hier. Nehmen wir da raus und stellen die jetzt hier. So. Ah, okay. Die Pumpen. Okay. Es war eine Errungenschaft, die ich bekommen habe. Ich habe nur nicht gesehen, was da noch stand. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Die Pumpen. Von dem, was ist es? Hier von dem. Nein, hier. Hier. Bros, Bros and Bikes Bizeps. Ach so, deshalb G-Pumpen. Vielleicht deshalb. Gut, 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 gut. Pass auf, wir hatten. Hier. Ah, wir haben ja gar keine Punkte mehr. Richtig, da. Ja, okay, das ist nicht mehr viel. Punkte. Okay. Und da könnten wir dann. Ah, wie viele Punkte können wir denn hier? Zwei. Ich wollte halt mehr Mitarbeiter haben. Aber ich wollte halt auch mehr Aufträge haben. Oder die Aufträge selber reinholen. Ich glaube, das ist erst hier unten, ne? Nee, Freunde, Freunde, nicht mit dem Bürgermeister. Nee, nee, das war ein anderes. Was hier? Ah, doch, doch, hier, Direktvermarktung. Das heißt, ich könnte halt gleich die kontaktieren und die dann, also Verträge aushandeln. Das wäre interessant fürs nächste. Ich meine, wir sind noch 8 Punkte hier. Ja. Dann will man nämlich auch den, das hier. Ganz kurz auf die Aufgaben. Ja, da sind halt keine. Ja, na gut. Doppelte Geschwindigkeit 19.000. Wir haben ja 10.000 in Reserve sozusagen. Deshalb werden wir das jetzt hier kaufen. Ich werde den Raum jetzt vergrößern noch. Ja, haben wir schon fertig, siehst du mal. Ah, können wir gar nicht ins Minus rutschen.
Das können wir auch gleich verkaufen. Gleich festhalten. So, da soll eine Tür rein. Das sehe ich so nicht. Und bestellen 3000. Dann haben wir noch etwa 5000 über. Wir haben vier Pferde schon fertig. Das ist gut. Ja. Fünf Pferde. Gut. Hier auch dann rüberbringen, ne? Nicht gut. Wie sieht es eigentlich mit der... Jetzt hat er das verloren, okay. Oh, nein, Hilfe. Ah, okay, da sind die, ist die Lieferung eingegangen. Sehr gut. Gar nicht gesehen. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Wie gesagt, ich hätte gerne den Raum noch ein bisschen größer. Für die... die ein bisschen besser laufen können, unter anderem. Oder das hier weiter rein, dann das weiter raus. Ja. Ach, guck mal, wir haben die 10 Pferde jetzt gleich schon fertig. Sehr gut. Wo ist das letzte Pferdchen denn? War die jetzt gerade irgendwo? Hm. Ach, da steht's auf der wie heißt das Ding nochmal? Streichstation. Minion? Hm, sag mir was, ja, Rory. Das kommt hier immer wieder mal vor. Dass das. Ah, okay, die sind fertig. Sehr gut. Sehr gut. Den Kühlschrank bewegen. Der kommt nach hier hinten. Yep. Den würde ich gerne hier hinstellen. Was meinst du? Da kommt eins weiter rüber. Der kommt dahin. Und der kommt dahin. So. Jetzt können wir hier nämlich. Oh, die können wir wegschicken. Liefern. Machen wir ein bisschen langsamer. Ah, da sind meine 2 Punkte. Und wir. Nein, na, hier, Markt. Bin immer noch 47. Einheiten basteln. Preis ist auch nochmal hochgegangen. Okay. Der wäre natürlich besser. Der braucht natürlich auch andere Stats. Lass mal ganz kurz gucken. Wir können das einfach bauen. Guck mal. Das ist okay. 3 und 11, 2 und 10. Das ist sogar besser. Dann bauen wir das jetzt. Das ist okay. Haben wir auch schon 4 Stück fertig. Mal ganz kurz gucken, ob Aufgabe. Nein, okay. Dann lassen wir das mal so. Ah, die Forschungspunkte, genau, da war das hier. Lass mich erstmal hier ganz kurz noch was machen. Mit dem Kühlschrank noch dazu nehmen. 2155. Nicht mehr allzu viel Geld, weil ich habe, ne? Ah. Oh, hier passt er gar nicht hin. Geht zu breit. Breiter als der Türsteher, oder was? Bewegen. Der geht noch nicht, weil das müssen die Zwerge machen. Okay. Bewegen. So, dann jetzt nochmal gucken wegen dem Kühlschrank. Kühlschrank. Kostet 900. Ja, okay. Dann noch ein bisschen. Nee, nee, hier. Nein, hier. Wir hätten einen Kickertisch. Schachbrett. Radio. Ich gucke dann auch unten Statistik für Arbeitsplatz halt 4.
Weiß auch immer, was das heißen soll. Kaffee kann. Sind es halt sechs. Fernseher und hier auch der. Das Videospiel hat auch sechs. Wenn wir machen. Wir kriegen gleich die Haken, die wir verkaufen können. Und wir nehmen noch den Fernseher für 900. Können wir den so stellen? Oder wir stellen den hier hin. Wir stellen ihn da hin. Oh nein! Bestellen. Ganz kurz Pause machen. Sieben Mäuschen. Okay. Laufen die überall rum? Da hinten auch. Unter anderem. Wenn wir erstmal hier hin, mal gucken. Ja, da und hier laufen sie rein. Oh, und hier auch. Die Frage, ob sie hier halt auch dann rauslaufen. Könnt ihr mal das Ding aufstellen, bitte? Da kommt's. Aber er ist zu müde geworden, um das noch aufzustellen. Nein, war zu schnell. Nein. Ah, habe ich bekommen. Gut, die letzte läuft gerade hier rum, sehr gut. Nein, die hat mich noch ausgelacht, hast du es gesehen? Bestimmt. Wohl. Ja. Ah, okay. Ganz kurz, warte mal. Sind dir diese Ereignisse zu schwierig oder sind sie vielleicht einfach nicht dein Ding? Wenn du möchtest, kannst du diese im Optionsmenü unter Gameplay deaktivieren. Ah, nice. Okay. Nö, ich finde das eigentlich ganz witzig. Können wir drin lassen. Ja, eine gute schmale Harke kann ich gebrauchen, bitte für 160 bis 180 Körpergröße. Ah, müssen wir mal gucken, ob das da geht. Gehen wir schon hin. Wie gesagt, ich hätte gerne noch. Brauchen wir halt Arbeiter? Ist halt die Frage. Mal ganz kurz gucken. Genau. Warte. Okay. Mal gucken. Also das wäre schon Marktprognose. Halte Vorwarnung bezüglich Marktveränderungen mit Hilfe von fortgeschrittenen und genauem Vorhersagesystem. Diese lässt sich vorzeitig erwartete Preise und Veränderungen sehen. Oh, interessant. Zockexperte lernen, wie man Angebote macht, um höhere Bezahlung für alle Kundenaufträge zu erhalten. Ja, das wäre halt interessant. Also das hier plus das hier, um halt nochmal 2%, 25% mehr zu erhalten, ne? Also die Kundenaufträge, die jetzt reinkommen, wären auch noch schon mal 25% höher. Aber wenn die noch selber machen können, das könnte. Wir machen das hier mal. Und gucken jetzt mal. Nee, das wäre ja die Marktsachen. Arbeit. Nein, 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 nein. Hier. Und jetzt können wir doch. Können wir die jetzt fragen, ob wir. Nö. Ich dachte, man könnte jetzt hier rein und dann dem sagen, Mensch. Und Beziehungen. Warte mal, können wir da nochmal ganz kurz drüber hovern? Kontaktiere deinen gegenwärtigen Kunden direkt und baue bessere Beziehungen auf. Kunden bieten nach jedem Zyklus einen weiteren Vertrag an. Ach so, okay. Also wenn der Tag jetzt vorbei ist, dann würden sie halt nochmal einen Vertrag anbieten. Okay. Oh, die Haken sind fertig. Du kannst den ja auch absägen, wenn die Stange dann zu lang ist.
Ich würde noch mal 10 machen. Jo. Passt. Machen wir nochmal schneller. Und guck dann, wenn der nächste Tag anfängt. 1700. Na ja, gut. Und wieder drei Pferdchen, vier Pferdchen. Okay. 7 mal Spielzeug essen. Das dauert sehr lange, ne? 8 jetzt. Ich glaube, weil die Schritte zu viele sind oder so. Hast du wieder eine aufgestiegen von meinen Arbeitern? Ja, gut. Noch ganz kurz Pause machen. Okay. Nicht Pause, sondern ein bisschen laufen lassen. Magst du heute, wo du nicht mehr nach draußen gehen magst, den Stream positiv verlängern? Vielleicht guck mal, wenn 19 Uhr ist, ob ich dann noch vielleicht so ein paar Minütchen dranhänge. Lass uns mal. Oh, da sind's fertig. Sehr gut. Muss das machen. Was war die jetzt? Achso, genau, die. Die hier. Ah. Ich bräuchte halt ein Plastikprodukt, was halt nicht so. Das sind halt zwei Schritte sozusagen und das sind. Drei Schritte. Das wäre halt schneller fertig, ne? Die Schäufelchen. 242. 242. Ach, da ist schon. Das wäre schon besser. Wir machen nochmal 10. Wie gesagt, ich habe noch keine Aufgaben. Und ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier. Ich habe die Punkte halt da abgegeben, aber. Weiß nicht, ob ich die halt hier, wo ich halt hier jetzt die Beziehung halt verstärken kann, sozusagen. Also Aufträge halt bekomme. Wirtschaft und Statistik. Gut. Da gibt es auch Techniker. Die kommen bestimmt erst noch. Ah, die Pferde sind fertig. Und wir machen nochmal 10. Sehr gut. Gehen recht zügig. Finde ich gut. Okay, die 19 Uhr Entscheidung ist nachvollziehbar. Haben wir auch noch ein Stündchen bis dahin, ne? Also 5 Minuten? Gucken wir mal, Bobby. Gucken wir mal. Also die müsst ihr euch auch verdienen, kann es sein, dass das jetzt schneller vollläuft und dass deshalb dann auch die Kaffeemaschinen wieder voll sind oder so? Mal ganz kurz gucken. Ja. Ah, okay. Die Kühlschränke und so weiter. Und halt gerade die Ausruhsachen. Haben wir da dann eine schnellere Auffüllmenge. Das heißt, wir könnten eigentlich auch Kaffeemaschinen halt auch kaufen, ne? Aber die kosten uns ja nichts, dass sie hier rumstehen. Ja, okay, das ist für die Zukunft schon mal. Und Tisch wäre vielleicht noch mal okay. Ich glaube, wir haben gerade mal Platz für 8 Leute oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ob da 3 auf jeder Seite sitzen, also 6 immer an einem Tisch. Ja. Ja, es stand auch gerade oben, ne? Jetzt sieht man wieder, dass das läuft. Ja.
Und dann kommt hier auch wieder was dazu. Ja, genau. Ja gut. Nice, 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 nice. Gut. Ah. 13.000. Das ist gut. Gut. Und wir haben eine gute Produktion eigentlich. Gehen wir nochmal ganz kurz auf den Markt. Aufgaben sind keine Basics. Mittel. Wir brauchen keine Mittelproduktion sozusagen. Auch wir könnten den hier machen. Plan, mal gucken. Würde so schon ausreichen. Wir müssten den nicht nochmal neu machen. Machen wir 5 Stück. Oder können wir hier irgendwo reindrücken und sagen, Mensch, willst du den nicht haben? Machen das mal. So rein theoretisch müsste das doch. Mal ganz kurz nochmal gucken. Nee, alles gut, alles gut. Nee, alles gut. Gut. Läuft doch ganz zufriedenstellend jetzt gerade. Vielleicht, weil ich auch den Fokus drauf habe, dass ich halt auf verschiedenste. Ach, guck mal hier, das fertig. Dass ich nicht zu viele Produkte auf einer Maschine halt herstelle, sozusagen. Nochmal 10 oder wie viele sind hier? 13, dann können wir nochmal 13. Die weg. Wie gesagt, Mitarbeiter vielleicht doch noch einstellen. Ach ne, geht ja nicht. Ich hab da. Ich habe da gar nicht genügend Mitarbeiter. Nee, es passen immer nur 4 auf einmal dran. Okay. Bräuchten halt noch einen Tisch dann. Hier. Lass mal ein bisschen Platz dazwischen, dann können die da noch vorbei. Macht da automatisch 2, okay. 800. Ich bin heute früh mit der Grinitz. Ah, okay. Grinitz. Stahlbahn. Überlandstraßenbahn gefahren. Wir haben heute und morgen Traditionsfahrzeuge zusätzlich im Einsatz. Meine Straßenbahn war von 1925. Oh, nice. Erstmal. Schau ich mir das nachher mal an. Cool. Sieht's hier aus? Jo, nice, nice, nice. Oh, den können wir da hinten rein. Machen wir das mal. Ach, guck mal, die Pferdchen sind auch schon fast alle fertig. 8 Stück. Ach, schade. Ach, hier steht ja auch noch das Ding im Weg. Okay. Ah, das können wir aber dann hier rüber stellen. Und den dahin. Und den können wir dann hier rüber stellen. Hatte den ja auf Seite gestellt. Ja. Genau. Okay. Hätten wir weglassen können, tatsächlich. Ah, die sind benutzt gerade. Aber ein Pferd haben wir schon. Sehr gut. Oh, da müssen wir eine Partout einplanen. Da sind gerade hier Pferde drin. Das ist gut, das ist gut. Ich dachte, die machen jetzt zuerst das Spielzeug, was noch angemalt werden muss.
Küste. Hätte gerne noch eine Malstation, gerade wenn man halt das hier bedenkt, die zwei. Wo läuft? 10.000 haben wir noch. Hallo Flachdachs. Haben die überhaupt moderne Bahn? Das ist gemein. Eigentlich nicht. Okay, dann siehst du, dann geht's ja. Die neuen sind, glaube ich, auch schon bald 60 Jahre alt oder so. Eine reine Museumsbahn, sagst du? Ehrennetz, Stahlbahn, okay. Ui, ja, ins Mikro gekommen. Trinkt, Leute, trinkt. Ich? Und? 1000 Kilometer dafür. Oh, warte. Mal ganz kurz reingucken. Das war das hier. Ah, okay, wir können noch welche machen. Wir machen noch mal 10. Okay. Und es gab ein neues Produkt hier. Nee, das ist raus. Ah, schade. Läuft ab. Produktplan. Oh, okay, das wäre wieder... Ja. Ich glaube, wir hatten da schon mal nachgeguckt. Ja. Wollen wir nicht mehr nachgucken. Das ist okay. Oh, 4 Aufgaben. Jetzt wird's aber wild. Nicht Pause, aber... Oh, warte. Ja, gut. Wir hatten mal einen Niederflurwagen aus Halle geborgt. Das sagte die Wikipedia. Ah, okay. Mann. Oh, guck mal. 2 Tage. Das können wir machen. Würde ich aber erst machen, wenn hier das 10. Pferd fertig ist. Das ist gut. Wir haben Tisch. Ich glaube, den Plan habe ich. Nee, vielleicht nicht. Hier. Oh, warte. Kann man was anderes machen? Ah, okay. Kleber. Keine Ahnung. Okay. Dann gehen wir. Oh. Oh, und den können wir auch nicht machen. Da haben wir die Maschine nicht für. Gucken. Wir brauchen Stärke noch. Warte mal ganz kurz. Okay. Dann müssen wir hier nochmal gucken. Ah, sind wir gerade bei 6. Ach Mensch. Hier, was haben wir denn hier ausgewählt? Auch irgendwas, was schwer ist. Hier ist 4, aber wir haben auch gleich Ding nicht. Okay, das wären halt die normalen Werkbänke. Ah, den Tisch können wir nicht machen.
Na gut, na gut, na gut. Wir haben es aber probiert. Okay. Den Stuhl mal erstellen. Ich glaube, den konnten wir machen, ne? Oh. Doch, aber da brauchen wir die Maschine für. Okay. Ja. Eine Metallstanze. Um das zu machen. Oh, die brauchen wir auch. Ja, die haben wir nicht. Besorgt den benötigten Arbeitsplatz. Ja. Ja, aus 3.990 könnte man kaufen dazu, aber es wäre halt nur für den Auftrag. Für den Auftrag kriegen wir wie viel? 1.000. 7.200. Jetzt haben wir schon so viele Aufträge und dann. Okay, mal gucken. Wir brauchen. Okay. Und haben die Schweißstation. Bei uns. Was mit dem? Ja, okay. Kurz drauf. So, genau. Dann Farbe auswählen. 13 und 8. Was kostet unser Teil überhaupt? Jetzt? Das steht nicht dran. Okay. Hier. Ich hätte gerne auch noch tatsächlich von diesen Pressen noch. Er will 15 Stück davon haben. Und in wie Tagen? 3 Tagen. Wenn ich den und den gleichzeitig annehme, das ist nicht gut. Also auf, gehen wir nochmal raus. Das ist hier alles eingestellt, ist ja kein Problem. Ich hätte gerne noch so eine Presse. Jetzt. Gibt es da? Ich glaube nicht, ne? Maschine. Ballbieger. Nee, falsch. Also gibt es nur die normale Maschine dann für. Plasma. Ja. Na gut, na gut, na gut. Lass mal es noch ein. Okay, das haben wir fertig. Die von. Oder langsam. Und dann können wir tatsächlich den einen Auftrag noch annehmen. Und zwar ihn hier. 2 Tage, 7 Stunden. Annehmen. So, Plan. Den. Checkliste nutzen, wenn. Achso. Ja. Ah, er will ein anderes Ziel haben, okay. Also Stärke und Stil. Okay. Okay. Das war's schon. Okay. Wir müssen gucken, ob das überhaupt geht. Dann noch anmalen. Doch, 2 und 13. Geht genau. Nice. Los. Und ganz nach oben, bitte. Kann man die eigentlich pausieren oder so? Licht. Priorität. Obwohl wir haben die Holzproduktion ja ganz alleine damit.
Okay. Für unsere unwissenden Wessis, was? Für unseren unwissenden Wessi, also das ist tatsächlich nur ich gemeint, okay. Die Kirnitz-Stahlbahn ist eine Straßenbahn mit einer Strecke von 8 Kilometer im Tal der Kirnitz, ein Nebenfluss der Elbe bei Bad Spandau. Ich habe es mir aber auch aufgemacht, hier oben, im neuen Fenster, damit ich mir das nachher mal angucken kann. Aus dem 500 ist noch was angekommen an Geld. 17.000 wird man ein bisschen schneller machen. Und hoffe, dass ich die 15 Pferdchen hier auch relativ zügig fertig bekomme. Dass die nicht pausieren kann oder so. Höchstens hier die Arbeit also schneller machen, 50%. Zwei haben wir schon fertig, ne, drei. Gut. Hier. Ein Tag, 17 Stunden noch. An Arbeit ist aufgestiegen, sehr gut. Haben die eigentlich mehr Geld, wenn die aufsteigen? Nö, ne? Nö. Ach, das ist sowieso ein Träger, der kriegt sowieso weniger. Er hat 150. Ne, die normalen sind 150. Okay. Die mit Spezialisierung sind bei 225. Ja, okay. So geht aber. Ist okay. Ah, die sind fertig. Sehr gut. Weg damit. Die werden keinen neuen Auftrag angeben. Und es ist keine Museumsbahn. Die Fahrzeuge, welche dort im Einsatz sind, stammen von Ende der 1950er Jahre, sind aber 365 Tage im Jahr im Einsatz. Also ganz normaler ÖPNV. Das war ja jetzt auch, dass das eine Museumsbahn ist. die so schön gefahren. Ich bin damit schon vom Wasserfall bis im Ort und zurück. Okay, Wuri. Guck an, guck an. Die Traditionszüge dagegen stammen aus den 1920er Jahren. Da musst aber 1 Euro Zuschlag zahlen. Das ist ja. Na, okay. Na gut. Für die Instandhaltung und so weiter, das ist, glaube ich, in Ordnung. Ein Tag, 13 Stunden noch und es sind noch, ja, 6 Pferde. 8 Pferde noch zu machen. Okay. Lass mal hier ein bisschen. Aber die machen alle nur Holz. Das ist okay. Den Sachen hier 19.000 noch 5 Pferde sind bei 88%. Ein Tag, 7 Stunden. Na gut. Die Haken sind fertig. Sehr gut. Super. Wird es auch dabei erstmal belassen und liefern. Aha. Sehr gut. Das haben wir im Zeitrahmen geschafft. Dann gehen wir noch mal auf die Aufgaben und holen uns jetzt die Skier, waren das, ne? Plan erstellen. Nee, das waren nicht die Skier. Doch, doch, das waren die Skier, ne? Doch, doch, hier. Ja. Jo. Doch, ist alles eingestellt. Das wäre nicht die Skier. Alles gut. Und los. Das war schon der. Ja, da. Da ist ein Haken dran. Da ist halt schade, dass ich die hier nicht habe. Aber ist okay. Das Produkt muss nach oben. Ja, da. So. Wir machen wieder ein bisschen schneller. 3 Tage, 15 Stunden haben wir. Da sind unsere.
Easy. Ah, okay, da sind wir, glaube ich, auch aufgestiegen, ne? Ja, L2, sehr gut. Schade, dass wir halt die Produkte von ihm nicht bauen können. Die machen wir jetzt. Das ist mir ein bisschen zu schnell, ey. Na gut. Ach, da wird geschweißt gerade. Teile hier. Gut. Die gerade verloren und der hat die dann da reingelegt? Ja, Tatsache. Interessant, dass die halt da die Skier da reinkriegen. Na gut. 2 von 15 haben wir schon fertig. Meine Güte, das geht relativ fix. Ja gut, 45% schon. Ich weiß nicht, als ob Pharao mit dem Begriff Elbe was anfangen kann. Deshalb hier nochmal Wikipedia. Danke, Tietje. Die Elbe ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Deutschland fließt und in die Nordsee mündet. Sie entwässert unter anderem einen großen Teil Ostdeutschlands sowie nahezu das ganze von Mittelgebirge umschlossene Böhmen. Dankeschön, Tietjen. Ich bin manchmal echt gemein. Danke, dass ich bisher noch nicht gebannt wurde. Nee, es geht gerade so noch. Ist ja ein, nennt man das in homöopathischen Dosen, was hier so rüberkommt, dann ist das schon in Ordnung. Oh. Ich glaube, wir müssten hier das nochmal ein bisschen geben, damit ich da eine Tür hinkriege, die ich da nicht hinkriege. Okay. Und wir müssen hier ausbauen, damit wir das hier so ein bisschen rüberschieben können, alles. Und dann halt tatsächlich die Wand hier rüberziehen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz bekommen, damit die halt da ein bisschen besser laufen können, vielleicht. Also dann nochmal ein bisschen rüber, damit wir hier noch eine Tür reinkriegen, damit die hier hinten vielleicht dann durchlaufen können. Ich würde hier nur diese Schalltafeln hinstellen, die braucht, da muss keiner mehr hin. Oh, okay. Probieren. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Müssen halt hier nur durch. Wir haben 17.000, wir haben Zeit. Zeit zum weiter expandieren. Geht nicht. Wir brauchen eine Tür oder wir nehmen die Wand hier weg. Wir nehmen die Wand weg. Nein, 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 nein. Abbruch, Abbruch. Warum? Oh, nochmal. Weit. Hier. Und jetzt. Jawohl. Okay. Und Büschel. Gut. In Tschechien, Ort Melnik, verrinnt sich die Elbe, verbindet sich die Elbe mit der Moldau, welche dort mehr Wasser führt als die Elbe. Die Moldau kennt man aus der Musik von Beatrice Smetana aus dem Zyklus Mavlast, meine Heimatland. Vereint, ja, danke schön. Vereint. War gemeint. Ja, danke für Wissen, das ich nicht brauche. 100. Sehr schöne Musik, solltest du mal hören. Oder ich lasse das. Noch, oh, die sind fertig. Sehr gut.
Sieht man. Ah, warte mal. Oh, ganz klein. Langsam, wenn ich hier ein bisschen gucken kann nochmal. Wir könnten nochmal welche machen. Wir sind mit den Skiern sogar fast fertig. Cool. Ah, das wäre halt auch wieder Plastik, ne? Oh. Okay. Oh, das war vorher auch nicht da, das Videospiel. Das war ganz kurz im Sortiment, glaube ich. Ah, guck mal, das ist aber wieder da. Das Skateboard. Mal ganz kurz hier die Bootplanung. Genau. Sind es in 21 und 2? Nächste. Immer auf billig. Ah, da haben wir noch gar keine Schalttafel für. Okay, aber ist nicht so schlimm. Was wäre das? Ah, Holzbiegen. Haben wir das überhaupt? Was können wir denn hier noch nehmen? Wir könnten das etwas... Das USB-Brett kostet 76. Okay, das hatte ich gar nicht. Eigentlich das teurere ist. Okay. Holz. Das hier muss dann an den Werktischen gemacht werden, ne? So, dann noch zusammenbasteln an der Stelle. Und wir haben 19, 21, 2. Das passt doch. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. 63. Wir machen davon 10 Stück. Und los. 1000 haben wir gerade bekommen. Mal ganz kurz hier rein. Warte mal. Moldau ist ein klasse Stück, höre ich gerne. Oh, kennt man aus der Musik, okay. Hat sogar mal Karl Gott gesungen. Ist ja noch schlimmer. ich wollte nochmal hier so ein Pferdchen nochmal reinnehmen mit. Geht's? Ah, ich wollte eigentlich hier vorne in die Aufgabe gucken. Na, oh, da ist noch mal ein Pferd. Ah. Oh, und das hier. Oh, lass mal gucken. Plastikbonbons oder Holzbonbons, okay. Möchte ich das hier nehmen? So. Aber nichts anderes nehmen. Das kommt so. Und wir hätten hier 5 und 12. Passt sogar. Und 15 Stück müssen wir davon machen. Und wir haben wie viel Zeit dafür? 3 Tage. Nee. Da müssen wir warten kurz. Schade. Der Tisch ging eh nicht. Aber wir haben nochmal Schiene bekommen. 3 Tage. Oh. Okay. Plan erstmal. Das ist durch, 13 und 8. Haben wir gut noch was über. Dann warte. Die müssen wir erst fertig machen. Die müssen wir erst fertig machen, bevor wir neue annehmen. Wir könnten schon mal einen Teil liefern, glaube ich, ne? Nee, geht nicht. Geht nur, wenn wir hier verkaufen. Alles gut. Ah, das ist fertig. Sehr gut.
Das heißt, wir könnten das mal ein bisschen aufräumen. Also erstmal die Aktien weg. Oh, das, ja, gut. Wir bauen aber hier nachher noch eine Maschine ein. Maschine, genau, eine Wand ein. Das ist okay. Ist die Elbe noch dieselbe? Okay, Mori fragt sich Dom und wundert sich. Ja, wieder. Ja, lieber Dom. Wir haben einen dummen Stadtrat. Was? Ist das, gehört das zu dem Lied? Doch, egal. Ach, du hast die Moldau schon mal irgendwo gehört. Ich bin mir ganz sicher. Bestimmt. Bestimmt. Will das erstmal alles hier. Wie gesagt, wir nehmen nachher hier die Mauer weg. Die kommt ein bisschen weiter nach vorne, damit wir hier ein bisschen mehr Platz bekommen. Ob ich aber so weit nach vorne gehe, weiß ich gar nicht. Oh, doch, könnten wir eigentlich machen. Dann sind wir hier. Ja. Lass uns auch bewegen. Bisschen schneller machen hier. So. Dann können wir die Pflanzen dahin zurückstellen. Die nämlich nicht im Weg liegen. Das auch noch darüber. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was da stand. Steht das Ding auch nicht im Weg? Ich bin gerade überlegen, ob wir halt noch eine dritte Presse machen. Ach, siehst du, für ihn hier brauchen wir auch noch. Ein Schalttafel. Eine Schalttafel. Da müssen wir kurz ran. Wie sieht es hier aus? 9 von 15 und ein Tag, 9 Stunden haben wir noch. 8 Stunden. Ich würde die Schier nochmal annehmen von ihm und die Dalpferde. Ein Dalapferd. Könnte man ja auch annehmen. Müssen wir nur halt nach oben verschieben. Das wäre auch okay, weil wenn wir das jetzt hier abbrechen, dann schmeißen die ein ganzes Zeug weg. Das geht nicht. Okay, pass auf. Wir stellen die jetzt nach da hinten. Ja. Bewegen. Ich hätte gerne noch eine dritte davon. Nein, nein. Hab ich nicht? Nein, nein. Nein, ich hab irgendwie. Achso, das war, weil der gerade repariert. Ich habe, glaube ich, auf das. Aber dann statt hier oben. Das ist was? Das ist die Nähstation. Hebestation. Ich hätte gerne von beiden noch jeweils eine. Ja. Die muss natürlich auch weg. Nehmen wir die hier hin. Ah, hat er sich gerade umgedreht, okay. Und der muss auch weg. Stellen wir den einfach mal hier vorne hin. Bis ich weiß, wohin damit. Okay. Gut.
So, wir haben jetzt 17 Stunden nur noch. Oha. Wieder eine Pause. Ah, deshalb. Ich hätte das nicht um sollen. Die Rollen machen die da. 10 Stunden noch. 9. 13. Ach kommt, Leute, macht fertig. 14 noch ein. 7 Stunden. Wir kriegen das hin. Los, los, los. Ups. Beatmaster, hallöchen, schön, dass du da bist. Danke für deinen Raid. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei Transport Fever 2. Ich glaube, es war Transport Fever 2. Ich hatte eben kurz reingeschaut. Dankeschön. Hähnchen. Ja, Transport Fever 2. Wieder fleißig. Ah. Sehr schön, sehr schön. So weiterlaufen. Halbe Stunde noch, fünf Stunden noch. Guten Abend, hallo. Schön, dass du da bist. So. Ja, noch ein paar Räder brauchen wir noch. Neun oder. Ja, der geht in Pause. Nicht wahr, ne? Auch gerade fertig, sehr gut. Ach, das sind die von den Skateboard-Dingern. Okay, was machen die denn hier gerade noch? Ach, der macht die. Ach so, okay, hier kommen die Schnallen noch drauf. Okay. Die von. Uiuiui. Nice. Okay. Warte, 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 warte. Genau, wir nehmen die Skier nochmal. 11, 11. Ah, er braucht. Er will anderes Material haben. Okay. Ja, wir nehmen die hier. Dahin. Weißen. Dann will er. Müssen die hier nehmen, ne? 11, 11. Sehr gut. Okay. Nein. Hallo. Hier nehmen. Da haben wir keine Maschine für. Da müssen wir an die Werkbank dran. Und dann bauen wir die zusammen. Da. Dann haben wir die. 14 Stück will er haben. Machen wir. Die kommen ganz nach oben. 3 Tage, 17 Stunden. Das ist gut. Ich hoffe, dass das noch bleibt. Okay. Ich habe einfach mal gezeigt, wie ich eine Karte anfange und sie vorbereite. Also nichts Interessantes. Ja, doch, 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 doch. Stell mal dein Licht nicht unterm Scheffel. Das ist schon sehr interessant, was du da immer machst. So, wir schieben das Ding jetzt hier mal ein bisschen weiter nach vorne. Wo ist denn hier der Haken hier jetzt? Hallo? Achso, ja, noch da hinten noch. Hier an der Seite da liegt. Nein, ist hier. Dann ist mal das. Bewegen. Jetzt weiter zurück. Hallo? Ich würde das gerne hier hinstellen. Hä? Warum lässt du mich das denn da nicht dahin? Keine Ahnung. Demontieren. Demontieren. Okay. Was ist der hier? Ist auch egal. Ich will halt hier jetzt die Mauer hinsetzen. Hinziehen. Dann könnte man eigentlich hier vorne die Mauer wegmachen. Aber da sind wieder aufgestanden. Sehr gut. Ach ja, genau, da war ja der Raid gerade. Erreiche ein Eigenkapital von mindestens 150.000. Also dadurch, dass wir das vergrößert haben. Ja. Nochmal da noch. Da gerade. Das erreicht. Sehr gut. Ein Clip erstellt, Dankeschön. Die Verlängerung angekündigt. Warte. Ein Murmeltier. Dankeschön.
So, die müssen das noch leer machen. Dann werde ich es nachher nach vorne stellen. Ich weiß nicht, warum ich die nicht hier schön hinstellen kann. Aber gut. Gehen wir mal bauen. Und hier. Oh, ist da eine. Hier hin. Dann die Tür. Hm? 450. Ah, steht noch einiges im Weg. Okay, dann. Okay. Ah, da ist unsere Bezahlung und die Erfahrungspunkte. Ja, gut. Lass mal ganz kurz gucken bei den. Das war hier. Ah, da sind wir auf 1. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Hier werden wir nicht hoch genug kommen, weil ich glaube, wir brauchen andere Maschinen. Ja, hier sind wir schon auf Stufe 2. Das ist gut. Da werden wir wahrscheinlich die Bongo zu Hans, ne? Ja. Okay. Ja, das regt. Ah, das können wir jetzt kaufen. Ja, gut. Sorry. Räusper. Und schnell was trinken. Ja, der Berge. Der Routinchen. Das war immer wieder andere Namen. Aber das ist gut. Läuft 79% auch schon. Hier sind wir bei 16. Die fangen ja gerade erst an. Das ist gut. Vielleicht gehen wir doch mal rein und schauen noch mal, ob man die. Ne, die. Oh, die ist, glaube ich, hier oben irgendwo da. Das ist halt 3000. Aber wir haben die immer wieder mal, ne? Oh, guck mal, die passt genau hier rein. Ja, ist okay. Nein, 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 warte, 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 warte. Braucht noch was? Nein. Yep. Nee, ich wollte die bewegen. War noch hier. Oh, okay. Langsamer. Und dann hier die Kanone aufstellen. Dahin. Ich glaube, die laufen alle hier lang. So, dann. Warte, warte, warte. Lass mal ganz kurz Pause machen. 3 Tage, 7 Stunden noch. Ich würde gerne die Regale, die ich hier. Dürften eigentlich nichts kosten. Weil ich noch 2 Stück habe. Hallo? Richtung? Ah, das, weil das jetzt hier im Weg steht. Oh nee. Ja, ist okay. Da hätte ich gerne noch die 2 Pressen. Hier. Wie sieht's mit der. Oh, Laune. Blech. Laune ist runtergegangen. Wir könnten hier was hinstellen. Oder wir stellen das einfach hier hinten noch mit hin. Und die hier bewegen wir noch mal den Ventilator, der kommt nach hier. Wird sie da so durchlaufen, wenn es geht? Kostet alles 9.120. Okay, ist bestellt. Und weiterlaufen lassen. Oh, die ist. Oh, ja, okay. Ich warte noch darauf, dass hier die Kanone hinkommt. Dann können wir nämlich den Raum hier wegmachen. Und die Tür. Okay, müssen wir gleich mal gucken. Was ist mit dem Ding? Und.
Ach, die müssen wir hier machen, ne? Hallo? Wie abreißen? Geht nicht. Okay. Ach, die steht. Sehr gut. Nein. Okay. Hier. Wir sind schneller als sonst. Okay. Na, dann war ich so langsam. Einer noch? Jawohl. Also die Minispiele sind schon gut. Wie gesagt, man kann sie auch ausstellen, aber ich glaube, das ist okay. Okay. Dann lass mal gucken. Was ist das hier eigentlich? Ach, kleine Regale, richtig, die waren ja auch noch da. Kleinregale könnten wir vielleicht wieder hier hinstellen, wie vorher auch. Jetzt ist immer noch ein großer Raum. Oh nein. Okay. Hier auch, ne? Großer Raum, minus 7. Ah. Na gut. Nochmal eine Aufrüstung, warte mal. Wenn wir Deko. Witzig, ne? Ups, okay. Also der große Raum macht schon die Performance hier kaputt, sozusagen. Das auch bewegen. Erstmal das noch da. Der kommt noch da. Dann kommen die hier schneller dran vorbei. Der Kaktus kommt auch weg. Nochmal noch da. Und dann hätten wir hier noch Platz für ein ja, Blumen. Auch ein Jumon. Hat noch ein Clip? Was ist da los? Ein zufriedener Pharao ist ein guter Pharao. Okay. Gut, gut. Ach, den Blumenkasten muss man noch bestellen. Okay, ich dachte, wir wollen jetzt. Mitarbeiter ist auch aufgestiegen. Da, sehr gut, sehr gut. Nice. Weiter, weiter. Jetzt langsam. Ah, warte, warte, warte. Nee. Jo, okay, da noch. Verbinden. Und. Verbinden. Sehr gut, jetzt sind wir alle vier da drin. Sehr gut. Oh, wir können die 10 Pferde. Oh, die 10 Pferde sind schon fertig. Nice, okay. Weg damit. Dann können wir aber auch den Auftrag annehmen, wenn der noch da ist. Der ist noch da. Auch 2 Tage. Kurz Plan erstellen, gucken. Sollte eigentlich gehen. 3 und 11 ist sogar noch besser als was wir geben. 14. 14 Stück. Mal ganz kurz gucken. Und da ist auch die Maschine drin. Sehr gut. Das ist ja fast fertig. Dann gehen wir mit dem hier auch nach oben. Einfach. Bleibt aber noch ganz oben. Und jetzt immer wieder Gas. Ach, schon mal. Nächste Mitarbeiter aufgestiegen. Ach, tatsächlich auch einer der Spezialisierten schon. Nice. 9000 haben wir noch. Seit wann ist die Zufriedenheit des Streamers ein Kriterium? Danke, Flach, dass das ist.
ja, weiß ich nicht. Kurz gucken. 32, das ist okay. Hier ist auch noch Laune 15, das ist auch noch okay, auch wenn der Raum hier halt zu groß ist. Aber hier ist auch der Raum viel zu groß. Das habe ich überhaupt nicht gesehen vorher. Hier so gut. Hier nicht. Naja. Wie ist denn hier? Nein, da wird nichts angezeigt. Sehr gut. Frechheit. Guck mal, hier schon 6 fertig. Als man denkt. Was? Schon immer bei Hobbystreamern. Ach, gut. Das wird schon, ist schon so eine Abstufung. Ja, das, was Tienchen sagt. Tausend. Gut, wir könnten tatsächlich auch noch eine Plastik. Oh, guck mal, wir sind schon fast fertig mit denen. Skateboards sind auch fertig. Ganz kurz langsam machen. Liefern. Die Pferdchen waren ruckzuck fertig. 19 Stunden noch für 3 Stück. Nice. 16 hat der E. Wir waren mal auf Platz 8. Mal ganz kurz die Aufgaben schauen. Ich werde die Bongos machen. Den Plan hat man schon erstellt. Ne? 14 Stück will er haben. 5 und 12. Los geht's. 2 Tage, 5 Stunden. 18 Stunden haben wir noch für die 3. Wir hätten noch eine Schaufel. Für ihn. Plan erstellen. Ganz kurz gucken, 12 und 3. Wäre schon okay. Stellen wir es kurz ein. Und dann. Da ist es. Nein, 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 nein. Nur vorbereitet. Nur vorbereitet. Okay. Aber der hat schon wieder die. Den können wir so lassen, wie er ist. Okay, aber 15 will er diesmal haben, ne? Gut, gut. Tag 70 haben wir schon. Nein, keine Abstufung. Ist eine Qualitätssiegel oder willst etwas etwa so enden wie Gronkh oder Monte? Also es hat schon Reize, sag ich mal, ne? Das Ganze drumherum ist vielleicht nicht so toll, ne? Aber schon so, wenn man so aufs Bankkonto guckt von den zweien, könnte man da schon sagen, okay, wir machen nur schneller, damit wir halt hier die zwei Skier noch in 15 Stunden dürfen. Okay, da kriegen wir unsere Punkte. Sehr gut. Noch einer in 11 Stunden, sehr gut. Die liegen schon hier drauf, ne? Der Arbeiter ist, glaube ich, gerade in Pause, ne? Ja, mal die in Pause. Kann man das irgendwo einstellen? Ah, jetzt sind sie fertig. Liefern. Okay, kurz langsam. Die Skier sind fertig. Das heißt, wir könnten die hier dann auch dann. Ach, wir brauchen nur auf Annehmen drücken, da hat sich ja jetzt nichts geändert. Genau. Ja. Und los geht's. Dann machen wir die jetzt auch. Ganz kurz bei den Kundenzufriedenheit nochmal gucken. Das ist bei ihm hier. Da stellen wir gerade relativ viel her, das ist gut. Bongos kommen hier, bei ihm hier noch dazu. Punkte. Also auf Stufe 2, hier sind wir noch auf Stufe 1, aber wir machen jetzt die Skier die ganze Zeit, das ist gut. Gucken. Wir könnten halt die Schaufel vielleicht noch zusätzlich mitnehmen, die wäre ja auch schon fertig. Die würden das auch nicht.
die würden auch nicht hier im Weg stehen oder so. Aber die Bongos sind Holz. Auch so ein bisschen Holzverarbeitung. Und hier haben wir Metall. Das heißt, da hätten wir halt auch die Leute noch frei. Ja. Überlegen, ob ich die noch ein bisschen weiter hochstufe. Bonus. Ah, okay. Die werde ich deshalb. Bros. Bros, nicht Bonus. Bros. Danke deiner Lieferung. Level 2. Okay. Nice, 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 nice. Ah, und da haben wir auch. Ach, und hier haben wir auch Levelaufstieg gehabt. Genau. Okay. Mal kurz Pause, werden wir hier in diesem Forschungsbaum ein bisschen gucken. 3 Punkte haben wir. Das wäre die Montagespezialisten. Ja. Ja, machen wir. Okay. Dann gehen wir mal auf die Arbeiter und dann können wir auf die Montagespezialisten. Schauen wir mal, wen wir da haben. Montagespezialisten. Machen wir auch zwei. Ja. Genau. Und als nächstes, wenn wir nächsten Punkte bekommen, dann gehen wir auf die mehr Arbeiter, die wir einstellen können hier. Dann haben wir auf 20. 2 Punkte. Ein Punkt brauchen wir noch. Das ist okay. Hier kommen noch zwei. Aber ich glaube, wir kriegen auch Punkte dafür, wenn wir hier aufsteigen. Das heißt, hier fehlt eigentlich nicht mehr so viel. Bei dem fehlt nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, die können wir halt noch nicht herstellen. Ganz kurz noch mal gucken. Ja, wir müssten eigentlich das hier machen, ne? Kurz gucken. War das hier vielleicht? Nee, ne? Und 7. Aber wir brauchen halt tatsächlich hier einige Maschinen noch. Ja, hier gibt es keine Maschine. Hier gibt es keine Maschine. Ja. Das würde gehen, aber ja. Ja, das wäre wieder eine Investition in 2, 3 Maschinen, ne? Ja, da haben wir. Doch, hier. 25% Effizienz. War das nochmal für eine Metallstation? Ah, okay, wir könnten schon Metallstationen nehmen, aber die sind halt richtig. Wir haben die nicht in Dings eingeteilt hier, ne? Aber wir haben noch 2 freie. Das ist halt die Frage, ob wir die investieren, das Geld, und dann halt. Ja, brauchen wir dafür? Das ist doch Holz. Wer die hier? 6000, okay. Oh, ist die groß, okay. Ganz kurz. Wir haben ja noch nicht bestellt, ne? Metall. Oh, nee, warte mal, wir haben jetzt die Metall und Presse, genau. Glaub, die brauchen wir gar nicht, ne? Oder? Doch. Nee, die Metallschrankpresse brauchen wir nicht. Okay, damit. Ach so, egal. Oh. Hat hier eine Biegemaschine. Oh, wir haben eine Biegemaschine. Genau. Vielleicht sollten wir die auch irgendwo mit reinmachen. Da haben wir die schon. Nee, das ist die Schweißstation. Okay. Maschine noch nicht mit drin gehabt. Na, ist egal. Ach, viel Geld bedeutet auch viel Groupies. Groupies und die können echt nerven.
Ja, das kommt noch dazu. Ja. Aber nein, so bin ich nicht. Okay. Ich glaube, wir machen erstmal weiter und gucken dann gleich nochmal. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Schönheit. So. Repariert werden. Stellen. Bisschen schneller. Ein Tag, 10 Stunden. Nochmal für die Bongos noch. Okay. Aber das ist doch gut. Es ist halt schade, dass man halt den Tisch nicht macht. Ah, das wäre doch die Metallstange hier. Ah, okay. Ja. Hätten wir doch die Maschine gebraucht. Ja. Metallstrangpresse. Oh, okay. Ah, noch eine. Sehr gut, sehr gut. Dann ist die auch gleich fertig. 98%. Aber das läuft auch schon, die Skier. Oh, warte mal. Parieren. Mal ganz kurz hier oben gucken. Reparatur einschieben. Ja auch. Ja. Die Presse sieht auch nicht mehr ganz fit aus. Die hier auch. Die auch. Ah, können wir liefern. Sehr gut. Kurz Pause. Oder ein bisschen langsamer. Ah, guck mal. Paul. Paul hat verbessert. Wollte ich machen? Durch, ne? Keine neuen Aufträge. Das heißt, wir könnten noch mal auf dem Marktplatz gucken, ob man nicht jetzt Basics da noch ein bisschen was mitnehmen. Oh, guck mal, ein Hut. Dicker Hut. Gut planen. Lass mal gucken. Der Nähstation. Wir machen gute Hüte. Sehr gut. Oh, das ist alles an der Nähstation. Aber wir haben sonst nichts anderes da. 150, 78 Stück. Nochmal 10 Stück. Und los. 120. Was haben wir denn hier? Ach so, aber die. Ach nee, die Reparatur ist nicht angeplant. Na gut. Irgendwie bei der Bucht an. Ah, da haben wir unsere Zahlung bekommen. Mal ganz kurz rein. Das ist nicht mehr allzu viel. Das ist gut. Die Schaufeln sind auch fast fertig. Nice. Mal ein bisschen schneller an. Ich würde das noch abschließen sozusagen hier, also die zwei Aufträge. Das wäre jetzt besser, also wenn wir halt die zwei Maschinen halt noch drei Maschinen. Ja. Lass mal gucken, was das kostet. Hier. Nicht kaufen. Das ist ja das Ding hier hinten. Warte mal.
Also mit diesem Wellenschliff sozusagen. Das Gewusel nervt gerade ein bisschen. Nö, 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 nö. Das ist dann eine von denen hier oben. Warte mal. Oh, das ist dann. Ach nee, warte, hier unten sind die. Das ist wer die. Der Plasmaschneider? Wir brauchen den. Hier, warte mal. Plasmaschneider ist es, ne? Ja. Also da ist ja dieser Wellenschnitt drin, 100% und 50% fürs Cutten. Ich hatte jetzt gerade noch geguckt, ob es dass es zwei verschiedene Maschinen vielleicht gibt, weil es da ja 50% nur ist fürs Abschneiden sozusagen. Aber hier wäre halt die Trennschleifmaschine tatsächlich denn für die 100%. Und wir können die nicht zusammenfassen auf einen Schalttafel. Das ist wieder was anderes. Ja. Okay, das ist eine. Die können wir hier direkt daneben stellen. Das ist okay. Und dann wären wir hier bei 10.360. Ah. Noch 3000 über. Die Schaufeln sind gleich fertig. Das ist okay. Dann machen wir nochmal schneller. Da kriegen wir auch nochmal Geld. Noch zwei Schaufeln. Nee, da wollte ich nochmal schneller reingucken. Und Taktikstunden. Das ist okay, das dürfte auch noch gehen. Ja, die sind alle noch hier in Pause, ne? Oh, nein, da wollte ich nicht noch. Oh, da sind die. Ah. Ist okay. Die Beschläge sind da hinten, werden da gemacht. 13 Stunden noch für 5. Oh, nee, komm. Was mit den Schaufeln? Ist das abgebrochen? Aber wir hätten nochmal neue Schaufeln. 12 und 3, 15 Stück, los. Ein Tag. Ein bisschen höher. Süd. Und noch 7. Ah, na toll. Frechheit. Und mach fertig. 12 sind fertig. 3 Stunden. Oh. Nee, abgebrochen war es nicht. Ich hab bestimmt. Ah, schade. Ah, okay. Na, vielleicht können wir die noch fertig, während er da einlädt, aber ich glaube nicht. Ja, so. Ah, okay. Wir haben halt keine Punkte bekommen. Nur die Bezahlung. Ja. Markt leer. Ich kann die nicht mal verkaufen. Gerade. Na, ist egal. Wie gesagt, die machen wir jetzt noch fertig. Waffen sind auch gleich schon fertig. Ach, die, guck mal, die Hüte sind auch schon fertig. Damit. Nochmal 10. Das war gut.
Tüte. Süd. Oha, Meilenstein geschafft. Oh, nice, 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 nice. Wir haben tatsächlich doch bei ihm hier den Levelaufstieg geschafft. Sehr gut. Die Schaufeln. Nice. Meilenstein geschafft. Super, du hast es geschafft. Deine Leistung, Leitung hat deine Fabrik auf ein neues Level gebracht. Halte im Forschung und Entwicklungsbereich nach diesen tollen neuen Sachen Ausschau. Neue Optionen im, genau, im Forschung und Entwicklung. Zugriff auf fortgeschrittene Gegenstände. Nice, nice, nice. Heißt, hier geht es noch weiter. Und, achso, nee, in den Aufträgen, genau. Auf dem Marktplatz. Spezialisiere deine Fabrik auf Primen oder Massenproduktion. Oh, nice, nice, nice. Sehr schön. Und wir haben 6 Punkte bekommen. Also, es sind zur Verfügung. Ich glaube, ich hatte noch einen. Forschung und Entwicklung. Ah, nee, dann haben wir 7. Also, wir haben 6 Stück bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, von weg. Telefon. Jetzt wird wahrscheinlich unser Gegner nochmal anrufen. Oh, nee. Ah, neuer Lieferant. Als möglicher Lieferant bei Robotnik, da hat sich tatsächlich Incorporated registriert. Kennziffer A2573. Registrierung auf Rang 0. Erstes Angebot wird bald verschickt. Aufträge sind zu erfüllen, um den Rang zu erhöhen und mehr Aufträge zu erhalten. Ah ja, guck mal. Und da bräuchte man die Roboterfabrik für. Hm, ich nicht. Oder Station. Ah, guck mal hier. Ich nehme die hier nochmal an. Ich glaube aber, das war alles schon eingestellt. Na ja, ja, ja. Hier. Oh, ja. Und die sowieso. Genau. 3 und 11, 2 und 10. Und starten wir die schon mal. Pause, ganz kurz. Platz 13. Genau, da sind wir aufgestiegen. Und wir haben 9 Kunden. Oh, der, ja, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Gut. Und wir haben neue Aufgaben. Liefer mehr als 50 fortgeschrittene Produkte. Beschäftige mindestens 10 Spezialisten. Wir haben, glaube ich, 8 oder so, genau. Oder 6? 4, 6, glaube ich, ne? So, 4, 6, ne, 8. 2 brauchen wir noch. Aber ist okay, ist okay. Wo waren denn die Meilensteine hier? Erreiche bei einem Kunden den besten Ruf. Okay. Da gibt es dann keinen weiteren Aufstieg oder so? Den besten Ruf. Was Neues? Naja, ist auch egal. Was noch hier nochmal? Verkaufe das Maximum an 2 mittleren oder fortgeschrittenen Produkten gleichzeitig, um ihren Markt zu sättigen. Verkaufe das Maximum. Ach so, ich soll halt so viel wie möglich halt herstellen. Bei den mittleren. Wenn da halt dann 10 gefordert sind oder hier 60, soll es halt 60 herstellen. So günstig hier. Das ist der Brottisch, ne? Na, ah, der wird wahrscheinlich relativ viel. Ja. 84, ja, haben wir hier noch genügend. Bei den fortschrittlichen, ja, gut, das ist vielleicht dann doch ein bisschen. Ja, fehlen uns wahrscheinlich auch noch Maschinen. Ja, zum Beispiel halt auch die Roboter. Ja, genau, die Roboterstation hier. Da ist sie. Roboter-Teststation. Ja. Aber mehr Maschinen haben wir nicht dazu bekommen. Das ist schon mal positiv. Hier auch nicht. Okay. Gut. Dann haben wir es fürs nächste Mal. Also die Skier würde ich gerne noch. Ich glaube, da ist noch eins noch nicht fertig. Müssen die aber fertig machen, damit ich die halt noch einfach auf dem Markt halt verkaufen kann. Also. Oder wegschmeißen. Es gibt halt keine Angebote. Es gibt keine Skier im Dingens. Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Lasst euch nicht ärgern. Schön gesund bleiben und bis bald hier bei mir beim V1976. Tschüss.